Ja, und wir kommen jetzt zur Wahl des Generalsekretärs und dafür übergebe ich das Mikrofon wieder zurück an den Wahlleiter. Vielen Dank dafür. Damit wir etwas wählen können, brauchen wir Kandidierende. Aus diesem Anlass eröffne ich die Kandidierendenliste für das Amt des Generalsekretärs, der Generalsekretärin. Freiwillige vor. Vorschläge. Ich sehe hier den Protter. Du winkst, weil du kandidieren möchtest. Gut, schön. So, da ich weiteres Interesse und weitere Vorschläge nicht zu erkennen vermag, schließe ich die Kandidierendenliste in 3, 2, 1. Die Kandidierendenliste ist damit geschlossen und für die Vorstellung des Kandidaten übergebe ich zurück an die Versammlungsleitung. Okay, ich übergebe jetzt ganz kurz die Versammlungsleiter und den ursprünglichen Versammlungsleiter zurück. Ja, es gibt doch nichts über Formalfu, das können wir großartig. Wenn ihr da zu Ende diskutiert habt, dann darf sich der Protter auch vorstellen. Das könnt ihr später machen. Der will. Er sagt, ich soll einen Roman erzählen. Ja, die meisten kennen mich nur als Protter. Mein richtiger Name ist Bert Knop, B-E-R-T-K-N-O-P. Wehe, das schreibt jemand falsch, dann gibt es Ärger. Ja, ich denke, ich muss jetzt nicht großartig erzählen, was ein Gensek macht. Das wisst ihr wahrscheinlich ganz gut. Nicht aus eigenen Erfahrungen, aber von dem, was ihr so mitbekommt. Was habe ich vor? Zum einen geht es mir darum, das, was die Rechnungsprüfer schon gesagt haben, es muss Ordnung in der Mitgliederdatenbank geschaffen werden. Wir haben sehr viele Rückläufe von Post und E-Mails von Mitgliedern, weil das einfach nicht ankommt bei den Mitgliedern, da muss aufgeräumt werden. Es geht wieder darum, die Beitragsquoten wieder hochzubringen. Die sind jetzt leider im letzten Jahr stark runtergegangen. Das werde ich meinen Anteil dafür leisten. Und was die Mitglieder betrifft, die schon seit langer Zeit nicht mehr zahlen, und da werde ich auch nicht zurückschrecken, den Weg zu gehen, den es im Bundesverband bereits gibt, nämlich nicht zahlende Mitglieder zu löschen. Des Weiteren werde ich in Angriff nehmen, dass ich mich mit den KV-Mitgliedsverwaltern auch elektronisch verschlüsselt austauschen kann, denn ich werde nicht immer die Zeit haben, zu jedem Kreisparteitag hinfahren zu können, denn auch ich habe einen Beruf. Des Weiteren plane ich natürlich Datenschutzunterweisungen, die KV Gen 6 möglichst machen sollen, einfach weil es regelmäßig gemacht werden muss. Und natürlich die Datenschutzverpflichtung werde ich auch einfordern. Des Weiteren steht natürlich auch die innere Organisation des Landesvorstands und des Landesverbands. Das heißt, ich werde dann auch von den Landesvorstandsmitgliedern Termine einfordern und auch einfordern, dass sie eingehalten werden. Ich bin ein Mensch, der Dinge rechtzeitig organisiert und nicht auf den letzten Drücker. Ja, zum Thema Wahlkampf, mein Anteil, ich werde mich im Wahlkampf leider primär auf meine KV konzentrieren müssen. Das sind leider nur 3 bis 5 Leute, mich eingeschlossen. Darum werde ich dort meinen Anteil leisten, den ich für diesen Landesverband leisten muss. Das werde ich auf jeden Fall tun. Aber die Präsenz in Wahlkämpfen vor Ort wird sich auf meinen KV konzentrieren. Wenn ich darüber hinaus Zeit haben sollte, komme ich gegebenenfalls auch anders vorbei. Ja, Zeitaufwand. Ich bin, wie schon gesagt hat, voll berufstätig. Auch ich habe ein Privatleben. Ich habe aber den Vorteil, ich habe vergleichsweise kurze Wege zur Geschäftsstelle im Vergleich zu meinem Amtsvorgänger. Das heißt, ich werde doch auch regelmäßig vor Ort sein können und mir dann mal die Post anschauen. Ansonsten werde ich mir regelmäßig ein piratenfreies Wochenende
erbeten, wenn jemand da auch regelmäßig seine Pause braucht, sonst gehe ich kaputt. Ja, ansonsten, ich nehme Zettel in meiner Hand. Ansonsten werde ich mich dafür einsetzen, dass dieser Landesverband wieder solidarisch agiert zueinander. Wenn Leute Meinungsdifferenzen haben, dann sollen sie damit professionell umgehen. Ich verlange nicht von jemandem, dass ihr alle dicke Freunde werdet und euch jeden Tag über umarmt. Aber wenn es Differenzen gibt in der Sachebene, bitte professionell zusammenarbeiten. Unterstützt eure Wahlkämpfer, unterstützt eure Kandidaten, helft ihnen und tretet ihnen nicht noch nach außen sichtbar in den Rücken. Es ist wichtig, dass wir müssen uns gegenseitig im Wahlkampf unterstützen. Wir sind eine Partei und wir haben gemeinsame Ziele. Da hilft es nicht, wenn wir uns regelmäßig mit irgendwelchen Beschimpfungen über den Kopf hauen. Ich verlange einfach respektvollen Umgang miteinander. Ich denke, das ist nicht so viel verlangt. Ja, und eine Ergänzung hätte ich zum Wahlkampf noch eine Bitte an die Wahlkämpfenden vor Ort, an die Kreisverbände. Ich habe letztens gehört, die Ausrede, ach, anrufen, nee, das kann ich nicht und das will ich, macht keinen Sinn. Bitte ruft die Leute an, die inaktive Mitglieder, sprecht mit ihnen, warum sie nichts machen möchten oder ob versucht sie zu überzeugen, wenigstens als Nachrücker auf den hinteren Plätze auf die Liste zu gehen, damit ihr eine Liste kommt. Je mehr Listen wir aufstellen, desto besser. Gut, dann kommen wir zu den Fragen. Ich stehe heute irgendwie öfters hier vorne. Zwei Fragen habe ich. Ich hatte es immer probiert. Ich sag mal, ich hatte nicht die Zeit regelmäßig, das täglich ein bisschen zu machen. Das war das Kernproblem meiner Zeit, sondern habe das eben probiert, in größeren Zeitabständen dann immer blockweise in einem ganzen Tag abzufrühstücken, wenn ich da mal ein Wochenende Zeit hatte. Das hat eigentlich zum Kernproblem der aufgelaufenen Tickets geführt. Deswegen die Frage an dich, hast du denn die Zeit zur Verfügung, dass du, sagen wir mal, jeden Tag eine halbe Stunde da rein investieren kannst? Oder ist deine Zeit eher, dass du sagst, ich kann mir dann mal so einen Samstag komplett frei nehmen und dann mache ich das alles durch? Also eine halbe Stunde finde ich garantiert jeden Tag mal, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Ansonsten plane ich auch, wenn ich mir nicht gerade eine Auszeit, also mal ein Wochenende frei nehme sozusagen, dass ich dann einfach mal einen ganzen Tag blocke, um eben meine Aufgaben zu machen. Also ein oder zweimal im Monat auf jeden Fall, mal einen ganzen Tag. Die zweite Frage ist dann eher organisatorischer Natur. Solltest du jetzt gleich gewählt werden, bist du in der Lage, dafür zu sorgen, dass bis morgen Abend das Protokoll im Wiki ist und ich einen gültigen PGP-Schlüssel von dir habe, damit wir in 14 Tagen deine Zugangsdaten erledigt haben? Kurze Rückfrage, welches Protokoll meinst du? Vom LPT bis morgen Abend online im Wiki, das brauchen wir als Vorlage für die Zugänge. Kriegst du das hin? Wenn nicht das Protokoll bis dahin fertig ist, sollte das nicht Probleme, aber das liegt dann nicht unbedingt in meinen Händen. Dann vorantreiben. Ich habe auch eine Frage, kannst du mit deinem Vorgänger zusammenarbeiten? Natürlich. Naja. Kann er mit dir zusammenarbeiten? Der hat mich doch gezwungen. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank und ich gebe an den Wahlleiter. Vielen Dank dafür an die Versammlungsleitung. Wir wählen in diesem Falle mit Ja-Nein. Es gibt nur einen Kandidaten. Dafür verwendet wird der Stimmzettel Nummer 4. Weiß als Symbolfarbe. Ich bitte die Wahlhelfer vor zur Bühne. Ich bitte alle Wahlhelfer vor zur Bühne. Einer fehlt mir noch. Weiß jemand, wo der... Er fehlt mir nicht, er ist da. Jetzt bitte ich die Wahlhelfer, die Urnen geöffnet ins Publikum zu halten.
so, dass man hineingucken kann. Danke. Die Urnen bitte verschließen. Die Urnen bitte verschließen, ohne politische Geschäftsführer drin. Ich schicke jetzt wieder zwei Urnen ins Wahllokal. Und kleinen Augenblick, Sekunde. So, hiermit eröffne ich die Wahl. So, wir haben es jetzt 13.27 Uhr. Ich beabsichtige, den Wahlgang um 13.30 Uhr zu schließen. Wer noch nicht gewählt hat, möge dies jetzt bitte tun.
Hallo, ganz kurze Aufmerksamkeit. Ich bitte darum, die Leute, die ihre Bestellung entweder bei Pizza Kostheim oder bei der anderen Pizzeria noch nicht bestellt haben, mögen das jetzt bitte noch tun. Und der Rest, der noch nicht bezahlt hat, den bitte ich, zu mir zu kommen. Danke. So, ich gehe davon aus, dass alle, die wählen wollten, jetzt gewählt haben. Wir haben es 13.30 Uhr und ich schließe hiermit den Wahlgang für die Wahl zum Amt des Generalsekretärs.
Nur ein kleiner Hinweis an die Versammlung. Wir hätten das Wahlergebnis, aber das ist uns erstmal wichtiger. Ein bisschen Nerd muss sein. So, wie bereits von der Versammlungsleitung angeteasert, wir haben ein Wahlergebnis. Bist du bereit? Ja, gut. Abgegebene Stimmen 58, gültige Stimmen 58, damit keine ungültigen Stimmen. Von den abgegebenen 58 Stimmen votierten mit Enthaltung eine, mit Nein 3. Und mit Ja 54. Dann bleibt mir nur noch, den Kandidaten zu fragen, ob er die Wahl annimmt. Also 25 Jahre nach der Einheit immer noch DDR-Ergebnisse zu bekommen, ja, ich nehme die Wahl an. Und ich gebe natürlich zurück an die Versammlungsleitung.